So, mir geht da gerade noch was durch den Kopf. Ich bin gerade gut drauf. Ja, also wenn man solche Spiele schon aufgezwungen bekommt, würde ich sagen, macht es Sinn, wenn man irgendwie mal erfolgreiche Methoden anwendet, um sich sowas vom Hals zu schaffen. Und dazu ist mir eben was durch den Kopf gegangen. Ich möchte hier einfach nur mal kurz die Idee vorstellen. Ich möchte niemanden zu irgendwas verführen, verleiten oder sonst irgendwas. Aber eventuell ist der ein oder andere dabei, der mit der Inspiration was anfangen kann. Nennen wir es mal Guerilla-Pranking. Ne, mir kam hier halt gerade so, ich scroll meine ganzen, ne, ich mache ja meine Videos hier, um mich von den Reaktionen auch weiter inspirieren zu lassen. So, und auf meine aktuellen Videos kommen hier halt wirklich gerade im Moment sehr nette Inspirationen. So, wir haben zum einen Leute, die sagen, hey, ich habe hier auch so einen Fall. Und zum anderen sagen, gibt es Leute, die sagen, ey, ich würde gerne auch mal da anrufen. Ja, da sehe ich doch, wie sich was verbinden lässt. Und naja, vielleicht hier mit dem nächsten Mal. Ist jetzt nur mal so eine Idee. Mal gucken, was draus wächst. Wer irgendwie was für sinnig befindet, was zu tun. Aber vielleicht gibt es ja dann im nächsten Mal eine Facebook-Gruppe, die Guerilla-Pranking heißt und sich damit beschäftigt, bei Behörden anzurufen und unangenehme Fragen zu stellen. Dass trotz des Verbotes von hier Paragraph 210 Strafgesetzbuch, wie heißt der Scheiß noch hier, Verletzung der Vertraulichkeit der Worte. Ja, Scheiß drauf. Ja, das interessiert die bei uns auch nicht und dann sind wir dämlich, wenn wir uns davon abhalten lassen. Also ruft diese Leute an, nehmt auf, sagt ihnen nicht Bescheid, dass ihr. Und das sind Leute, die von Steuergeldern bezahlt werden. Die dürfte man eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr beobachten müssen dürfen. Ruft sie an, wenn ihr Lust habt und nehmt es auf. Und dann schickt es rum. Und dann laden wir das auf möglichst vielen Servern hoch, damit man es nicht überall einfach wieder runterladen kann, runterschmeißen kann. Ja, und wenn viele das machen, dann entsteht natürlich auch ein kleiner Volkssport daraus. Das heißt, wir könnten was Großes damit erreichen, indem wir die Gerichte und Behörden und die Polizei und auch die Medien in der nächsten Zeit, solange wir noch Telefone zur Verfügung haben, bevor sie uns irgendwelche Netze mal abschalten, damit verbringen, möglichst viel Zeit dieser Menschen, die da in ihren Uniformen und Roben sitzen und Roboter spielen, weil sie Befehle ausführen, wie ein Programm, das hier sagt, ihr kriegt ja, tu das und dann macht das Programm das. Ja? Wir sind keine Programme, wir sind Menschen. Auch diese, die sich da gerade versuchen gegen uns stellen, sind welche. Das wissen die nur nicht mehr. Wir erinnern uns langsam dran. Und können auf diese Weise natürlich auch dafür sorgen, dass diese Menschen aufhören, uns mit ihrem Scheiß zu belagern, indem wir ihnen klar machen, dass sie das gar nicht nötig haben. Die machen es nämlich auch nur, weil sie keine andere Wahl haben. So, und ja, ich wollte das gerade einfach mal loswerden. Eine Yahoo, nicht Yahoo, eine Facebook-Gruppe wäre halt eben dienlich mit dem Namen Guerilla Pranking. Da könnte man nämlich halt eben zum einen könnten sich da halt eben Leute einfinden, die selber Fälle haben und gerne ihren Fall zur Verfügung stellen, zu öffentlichen Veröffentlichungen, ja, und sagen, es ist mein Fall und ich wende mich damit mit einem Hilfegesuch an die Öffentlichkeit und wer aus der Öffentlichkeit dann halt eben entsprechend denkt, mit veröffentlichtem Material umzugehen, kann das dann halt eben frei kreativ tun. Und dann können wir uns in der Gruppe eben Anregungen suchen. Wir können uns Fälle suchen, wo es lohnt, anzurufen und Druck zu machen und ein bisschen Stunk zu machen. Eigentlich dabei einfach Spaß zu haben und beobachtet dabei, dass ihr nicht den Leuten irgendwas wollt, sondern dass ihr sie aus dieser Matrix rausholen wollt. Und ja, auch Medien und so. Ne? Schaut mal, was ihr im Moment dafür tun könnt, wenn ihr Lust habt, was Sinniges zu machen. Was ihr dafür tun könnt, möglichst viele Leute, auch einflussreiche Leute, da in, naja, möglichst viel Zeit ihres Tages mit
möglichst sinnigen Denkanstößen zu verbringen, weil die wissen auch nicht, dass sie über all das nachdenken können, worüber sie nachdenken könnten, wenn sie denn wüssten, dass man da überhaupt nachdenken könnte, weil sie die Denkanstöße halt auch erstmal brauchen. Jetzt kann man das machen, ne, und auf die Weise Augenhöhe durch die Pyramide gehen lassen und das Ganze auch mit sehr viel Spaß noch verbinden. Und wir nehmen es auf und wir haben keine Rücksicht auf Verluste, was es angeht, dass irgendjemand, der noch das alte System vertritt und ein Problem damit hat, dabei aufgezeichnet zu werden, das dann einfach zu sagen, dass das sein Problem ist. Ja, also ich lasse mich nicht von einem Vertreter des deutschen Staates nicht ernst nehmen, respektlos behandeln und verarschen. Und lass mir dann auch noch verbieten, das aufzuzeichnen und das zu zeigen. Geht's noch? Das ist wie im Boxring zu stehen und nicht hauen zu dürfen. Am besten noch nicht mal ausweichen. Vergesst es. Ne? Ist vorbei. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten. Der Staat legt sich hier gerade richtig schön offen mit uns an. Wir kriegen hier immer mehr Aufmerksamkeit darauf und darüber kriegen wir immer mehr Macht in die Hand. Und Macht bedeutet, was zu machen. Das heißt, wir bekommen Möglichkeiten, was zu tun. Und wie es ausschaut, sind immer mehr Leute daran interessiert, die umzusetzen. Ich finde es klasse. So, danke schön für die Aufmerksamkeit und auch für diese. Vielleicht will der ein oder andere, ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Ich wollte es nur mal festhalten. Und ja, sowas könnte man halt auch machen. Das wäre der Aufruf, der dahinter steht, wenn ich irgendwo mal irgendwann auf Google das Wort Guerilla-Pranking eingebe, was ich dann gerne sehen würde. Sowas in der Art. Ja, ein Befreiungsschlag für alle. Mit Liebe. Mit viel Liebe. Klingt gut. Mit Blümchen so. Weißt du? Ja. Hier geht's aus.